Andi, dein Körper ist wie ein Tempel, ne? Sehr antik und verfallen. Ach so, und verflucht ist er natürlich auch noch. Was ist lang, steif und kann weich werden? Ja, ein Spargel, ne? Ich glaube, der steht heute bei den Bayern auch auf der Speisekarte vom Manchester-Spiel. Ne? Kannst als Trainer auch einfach erklären. Kannst du sagen, guck mal da oben, ne? Das ist Manchester City mit Kopf. Und das da unten, was da abgeschnitten wird, das sind wir. Kannst aber immerhin noch eine Suppe draus machen, ne? Und ich, boah. Da bleib ich doch lieber bei meinem guten alten Kreisliga-Spargel. Ne, Hermann, du kochst wieder Würstchen auch nur so lange, damit sich das Extrafach für den Senf öffnet. Schlagsahne stand ja beim Tuchel noch nie auf dem Speiseplan, bekommt jetzt aber noch mal eine ganz andere Bedeutung. Was haben eigentlich die Bayern-Verantwortlichen gedacht nach dieser Mané-Backpfeife? Gewalt ist keine Lösung, Alkohol ist keine Lösung, was haben wir noch für eine Option? Rekordstrafgeld. 350.000 Euro muss der Mané zahlen. Das finde ich schon hart, ne? So ein Stundenlohn als Strafe. Ganz einfache Lösung. Wer schlägt, fliegt raus. Egal welche Liga, raus. Und nicht, ach, wir mischen mal Rehragout mit Rindfleisch, weil es ja halb so wild. Der Tuchel hat gesagt, wir brauchen gegen Manchester das Momentum. In kleinen Momenten den Moment auf unserer Seite. Da fragt sich auch jeder Spieler, Moment mal. Wer ist denn dieser Momentum? Spielt er bei den Bayern Amateuren? Vielleicht ist der Momentum auch der klassische Mittelstürmer, der den Bayern fehlt. Bayern haben keinen klassischen Mittelstürmer. Wobei ich finde die Bayern-Stürmer momentan eh alle so mittel. Der Gnabry hat in 18 Pflichtspielen 2 Tore gemacht und der Musiala, der ist 20 Jahre alt. Ist also so alt wie die beiden Grillsoßen bei mir im Kühlschrank zusammen. Die retten die aber auch keinen Abend mehr. Und der Tuchel, der bringt doch auch an der Seitenlinie keine Ruhe rein. Der läuft auch auf und ab wie Sid das Eichhörnchen bei Ice Age, was die Nuss sichern will. Die Bayern leiden dank Brazzo und Kahn am Briefkastensyndrom. Der Schlüssel zum Erfolg bei den Bayern liegt gerade an der Säbener Straße im Briefkasten. Der Tuchel und die Mannschaft suchen gerade den Briefkastenschlüssel, finden den aber nicht. Rufen beim Kahn und beim Brazzo an und sagen, hör mal, wo ist denn der Briefkastenschlüssel? Sagt der Brazzo, keine Ahnung, ich finde den nicht. Ich schicke euch aber 9 Briefkastenschlüssel. Und der liegt jetzt wieder im Briefkasten. Und während die Bayern auf dem Wildwasserkanal gerade so richtig die Kontrolle verlieren, sonnen sich Carlo Ancelotti, David Alaba und Toni Kroos und zünden sich gerade alle eine Zigarre an. Patrick, in deinem Leben geht's nur bergauf, ne? Bluthochdruck steigt, Cholesterin steigt, Leberwert steigt. Ja, und gegen den BVB ist mein Kevin momentan Raketenforscher. Wobei, da tue ich meinem Kevin Unrecht. Eher schießen wir noch eine Kevin-Rakete mit der NASA auf den Mond, als dass in diese BVB-Truppe nochmal Leben zurückkehrt. Ne? Die Dortmunder wirken wie so eine lustlose Coverband auf dem Stadtfest, die sich immer fragen, warum läuft's denn nicht? Ja, muss man einen eigenen Song spielen. Wobei BVB und Marco Reus ist nach wie vor ein Match. Beide blass und dünn. Aus einem Taschentuch wird halt auch kein Putzlappen mehr. Wobei bei manchen BVB-Spielern, da wünschst du dir ja mal einen Heuschnupfen. Da ist endlich mal wieder ein bisschen Tempo im Spiel. Ich hoffe ja, dass weder Bayern noch Dortmund Meister werden. Die einen freuen sich eh nicht und die anderen haben es nicht verdient. Meister wirst du nur als Einheit, als Union. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der ist in seinem Campingurlaub von Wohnwagen zu Wohnwagen gelaufen, hat geklopft und gesagt, einmal Currywurst mit Pommes bitte. So, was ist lang, steif und kann... Jetzt habe ich es auch noch verkackt. Hallo! Ne, Hermann, du kochst die Wiener Würstchen auch nur so lang... Und nicht nach dem Motto, mischst Rehragout mit Schweinefleisch... Ne, nochmal. Der Gnabry hat in 18 Spielen 2 Tore gemacht und der Musiala ist 20 Jahre alt. Nee.
Aber das wollte ich doch gar nicht sagen. Der Gnabry hat in 18... Nochmal. Und während die Bayern gerade... Nochmal. Ja, aus dem Taschentuch wird auch kein... Nochmal. Wird halt auch...